Anhang zum vierten Kapitel. Erster Anhang. Jemand mag einwenden. Man sollte verstehen, dass Sarvajñata, Allwissenheit, auf eine Fülle an Maha-Aishwarya, großen Reichtums, hinweist, der ohne Madhurya oder Süße ist, während Madhurya nur Muktata oder die Verwirrung bedeutet, die aus der völligen Abwesenheit von Aishwarya resultiert und nur Naralila, das menschliche Verhalten, nachspielt. Doch nur jemand mit einer beschränkten Wahrnehmung würde so sprechen. Die Schlussfolgerung aller Themenbereiche in Bezug zu Madhurya besteht darin, dass unabhängig davon, ob Maha Aishwarya offenbart wird oder nicht, man immer dann von Madhurya sprechen kann, wenn die Stimmung menschenähnlicher Spiele nicht im geringsten überschritten wird. Raghavardhana Chandrika, zweite Beleuchtung, Text 2. Zweiter Anhang. Auszüge aus den Kommentaren von Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj über Srila Vishwanath Chakravarti Thakurs Raghavardhana Chandrika. Wir präsentieren hier die Essenz von Srila Jiva Goswamis und Srila Vishwanath Chakravarti Thakurs Blickwinkel auf Swakia, verheiratete Liebe, und Parakia, außereheliche Liebe, die in beiden ihren Kommentaren über den Vers 2.21 des Sri Ujjwala Nilamani mitgeteilt werden. Beide Mahajans haben auf sehr gekonnte Weise ihre jeweiligen Ansichten von der gleichen letztlichen absoluten Wahrheit präsentiert, und zwar vom Gesichtspunkt des Tattva und des Lila aus, basierend auf Logik und shastrischen Belegen. Die philosophische Betrachtung von Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Srila Chakravarti Pat führt an, dass Srila Jiva Goswami einen der prominentesten Rupanuga Vaishnavas ist. Es ist nicht möglich für ihn, eine Erklärung abzugeben, welche die Swakya, die eheliche Liebe, bevorzugen würde. Was immer er zur Unterstützung der ehrlichen Liebe, Swakya, anbrachte, war einfach nur, um andere zufriedenzustellen. Daher hat er selbst schlussfolgernd in seiner Erklärung bekräftigt: Likitam kinchit atra parichaya. Ich habe dies geschrieben, um die Wünsche anderer zufriedenzustellen. Er hat seinen Kommentar in Unterstützung des Swakya präsentiert, um unqualifizierte Personen verschiedenster Neigungen einen Zugang zum Verständnis der unbegreifbaren, völlig unbefleckten Lila zu erlauben. Somit können auch sie fortschreiten und mit ungebrochenem Vertrauen weiter darüber meditieren. Denn zu Mahaprabhu vertraulich ergebenen Devotis jedoch wird diese Erklärung niemals akzeptabel erscheinen, denn sie stimmt nicht vollständig konsequent mit einigen Thesen überein, die an anderer Stelle von Srila Jiva Goswamis Kommentar gefunden werden. Erstens, Aupapatya, auch Upapati Bhav, unverheiratete Liebe, ist dem Dharma entgegengesetzt und führt einen in niedere Bereiche. Diese Behauptung bezieht sich nur auf weltliche Nyakas, Geliebte. Doch wie kann es hier den geringsten Zweifel in Bezug auf Sri Krishna, dem Kronjuwel, der über Dharma und Adharma regiert, geben? Das unehrliche Treffen von weltlichen Partnern hat einen Beigeschmack von Unmoral an sich. Doch Lila Purushottama Sri Krishna, der allein durch eine Bewegung seine Augenbrauen unzählige Universen erschafft und zerstört, und die Gopis, welche die vorrangigsten Verkörperungen der Ladini Shakti, all seine unermesslichen Energien sind, können niemals von diesem Fehler berührt sein. Srila Rupa Goswami schreibt im Nataka Chandrika:
Es sollte verständlich sein, dass alles, was Schriftgelehrte in Bezug auf Parudan Aupapatya, außereheliche Affären zwischen einer verheirateten Frau und ihrem Geliebten beschrieben haben, sich nur auf weltliche Geliebte bezieht und nicht auf Krishna und die Gopis. Dies ist ebenfalls die Meinung von Sri Kavi Karnapurna in seinem Alankara Kaustabhua. Die Upapati Bhav des transzendentalen, vollkommenen Sri Krishna und die Parakya Bhav der Gopis sind nicht etwa fehlerhaft, Dusana, sondern sie sind schmückendes Beiwerk, Bhushana. Zweitens. Sri Krishnas Prakat-Lila ist nicht illusionär. In Realität gibt es keinen Unterschied zwischen Prakat und Aprakat-Lila. Srila Jiva Goswamis Gedanken in Bezug auf Vers 43 der Brahma Samhita sind in diesem Zusammenhang betrachtenswert und befolgenswert. Wenn Sri Krishna die Süße seiner göttlichen Spiele, Lila Madhurya, in der materiellen Welt manifestiert, um den Jivas Gnade zu erweisen, nennt es sich Prakat Lila. Wenn dieses Lila den Augen der Lebewesen des materiellen Reiches entschwindet, nennt es sich Aprakat Lila. Srila Rupa Goswami beschreibt im Lagu Bhagavatamrita 1.2.44: Obwohl Krishna der Ungeborene ist, sind seine Geburt und all seine anderen göttlichen Spiele höchst wunderbar. Aus verschiedensten Gründen manifestiert er solche unglaublich erstaunlichen transzendentalen Lilas in der materiellen Welt. Drittens. Es ist unlogisch zu denken, dass es eine ewige Ehemann-Ehefrau-Beziehung im Aprakat-Lila gibt und eine illusorische romantische Liebe, wo Radha Krishna nicht verheiratet sind, im Prakat-Lila. Denn die romantische Liebe ist auf herrliche Weise durch das gesamte Rasa-Lila manifestiert, das von Anfang bis Ende das Kronjuwel aller Lilas von Krishna ist. Es ist vollkommen unangebracht, dieses göttliche Spiel als Maika oder illusorisch zu betrachten. In jedem Kapitel des Rasa Panchadhyayi, den fünften Kapitel des Srimad Bhagavatam, welche die Rasa-Lila beschreibt, gibt es viele Beweise für die außereheliche Liebe. Sri Shukadev Goswami hat ganz klar Paroda, die Heirat jeder Gopi mit einem Gopa, etabliert und ebenso Upapati Bhav, die romantische Liebe der Gopis für Krishna, indem er die folgenden Verse zitiert, die direkt von Krishna und den Gopis gesprochen wurden. 10.29.8, 10.29.32, 10.30.44 und so weiter. 15. Wir sehen, dass das Wort Pati, Ehemann oder Beschützer, an einigen Stellen erwähnt wird. Dies bezieht sich hier nicht wirklich auf einen verheirateten Mann. Eher sollte es als Gati in der Bedeutung von Du bist mein Ein und Alles, meine letztliche Zuflucht, verstanden werden. Es ist nicht korrekt zu sagen, dass Pati sich nur auf einen verheirateten Mann bezieht, dem Ehemann einer Naika, einer weiblichen Geliebten. Zum Beispiel wird im Kapitel des Ujjwala Nilamani, das verschiedenste Arten von Naikas beschreibt, der Begriff Svadina Barikrita, einer Frau, die ihre Pati kontrolliert, in Beziehung zu Parakya benutzt. Weiterhin könnte man sagen, dass Krishna als der Pati aller Naikas beschrieben wurde, er aber keine ehrliche Beziehung zu ihnen hatte. Wenn Krishna der verheiratete Ehemann aller Gopis wäre, dann würde die Thematik von Para Dara Bimarshana
die Ehefrau eines anderen genießen, Srimad Bhagavatam 10.33.27, nicht auftauchen. Zudem wird im Ujjvalanilamani behauptet, dass die Gopis zu keiner Zeit jemals eine Vereinigung mit ihren Ehemännern hatten. 16. In der Aussage Sa Vohi Swami Bhavati aus der Gopala Tapani Upanishad weist das Wort Swami auf die Aishwarya-Erfahrung hin, nicht auf Ehemann. Dies wird in der Panini-Grammatik 5.2.126 bestätigt, die von Swamin Aishwarya spricht. Einige Texte zitieren die folgenden Anwendungen dieses Ausdrucks: In dieser Welt ist Swami derjenige, der andere erhält und unterstützt, wie ein König oder ein großzügiger Wohltäter und der Genießer von allem ist. Somit bezieht sich das Wort Swami nicht immer auf einen Ehemann. 17. Alle Beziehungen in Vraj sind transzendental. Wo immer das Wort Maya benutzt wird, sollte es als Yoga Maya verstanden werden. Aus diesem Grund sollte Radharanis Annahme von Abhimanyu als ihren Ehemann wie eine transzendentale Arrangierung betrachtet werden, als ein untrennbarer Aspekt in der Kette aller Verbindungen, die Bhagavans göttlichen Spiele ausmachen, ist diese Beziehung ebenso nicht illusorisch. Yoga Maya ist der Urgrund dahinter. 18. Srimati Radhika ist die Ladini Shakti, Freudenkraft, Sri Krishnas. Darüber besteht kein Zweifel. Das Objekt unserer Verehrung ist Radha Krishna Jugala, Radha und Krishna zusammen, mit ihren außergewöhnlichen und erstaunlichen Lilas. Radha Krishna, ohne ihre göttlichen Spiele zu verehren, liegt jenseits unserer Gedankenschule und unseres Verständnisses von Bhajan. Srila Bhaktivinod Thakur über Swakya und Parakya. Srila Bhaktivinod Thakur hat wunderschöne, detaillierte Ausführungen über diese Thematik in seinem Kommentar zum Vers Ananda Jinmaya Rasa Pratibhavati Pahi Brahma Samhita Vers 37 gegeben. Wir präsentieren hier einen Auszug davon zum Nutzen aller Sadakas. In seinen Kommentaren über diesen Vers und über das Ujjvalanilamani hat unser verehrenswürdiger Acharya Srila Jiva Goswami in seinem Krishna Sandarbha und in anderen seinen Werken gesagt, dass Sri Krishnas Prakat-Lila von Yoga Maya arrangiert werden. Aufgrund ihrer Verbindung zum illusorischen Erdenreich scheint es, als hätten sie einige weltliche Züge angenommen, die jedoch nicht in Svarupa Tattva, in der intrinsisch fundamentalen Realität existieren können. Beispiele solcher Spiele beinhalten das Töten von Dämonen, die Anziehungskraft auf Frauen anderer, das Geborenwerden und so weiter. Es ist eine etablierte Wahrheit, dass die Gopis Krishnas Swarup Shakti sind, Erweiterungen seiner persönlichen Kraft. Somit sind sie Krishnas Swakya, unbestritten sein eigenes Selbst. Es gibt somit keine Möglichkeit, dass sie die Frauen von anderen sein könnten. Wir sehen im Prakat-Lila, dem Spiel auf Erden, dass die Gopis die Frauen anderer zu sein scheinen. Doch dies ist nur eine innewohnende Überzeugung, die von Yoga Maya kreiert wurde. Es gibt eine geheime Bedeutung in der Aussage von Srila Jiva Goswami, die einmal ans Licht gebracht, automatisch alle Arten von Zweifel zerstreuen wird. Der geschätzte Srila Jiva Goswami, der führende Nachfolger Srila Rupa und Sanatan Goswamis, ist der Tattva Acharya,
aller Gaudiya Vaishnavas. Zudem ist er im Krishna Lila eine Manjari. Aus diesem Grund ist ihm keine noch so versteckte Wahrheit verborgen. Jene, die seine esoterischen Intentionen nicht verstehen können, erheben Argumente und akzeptieren oder lehnen seine Ideen ab, indem sie ihre eigenen erdachten Interpretationen präsentieren. Gemäß der Ansicht von Srila Rupa Goswami und Sanatan Goswami gibt es keinen Unterschied zwischen Prakat und Aprakat Lila. Sie sind identisch. Der einzige Unterschied ist, dass die eine Manifestation sich jenseits des materiellen Einflussbereiches befindet und die andere innerhalb davon. Ein feiner Punkt, den es hier zu betrachten gilt, ist folgender. Das ewige Goloka, die vollkommen reine göttliche Wahrheit, jenseits des illusorischen Einflussbereiches ist, erscheint durch das Wirken von Bhagavans Chit Shakti Yoga Maya in dieser Welt. Dieses Boma Gokula, die spirituelle Sphäre, welche sich inmitten der materiellen Welt hier offenbart, ist in gleicher Weise rein und unberührt wie die ewige Welt. Sowohl wie im Prakat Lila gibt es auch im Aprakat Lila nicht den geringsten Hauch eines materiellen Defekts oder einer Unvollkommenheit oder Verminderung. Unterschiedliche Ansichten entstehen aufgrund der Qualifikation der Person, welche das Lila betrachtet. Fehler, Verdorbenheit, Schlechtigkeit, Beurteilungen, Illusion, Ignoranz, Unreinheit, Falschheit, Abscheu und Grobheiten werden nur durch die Augen einer konditionierten Seele wahrgenommen. Es ist die Intelligenz und das falsche Ego, die durch das Einwirken der Materie Eintrübungen erlitten. Doch diese Mängel finden keinen Einlass in der spirituellen Atmosphäre. Je mehr jemand von diesen Defekten befreit ist, umso mehr Einblicke wird diese Person in die spirituellen Dimensionen erfahren. Die Wahrheiten werden in den Schriften offenbart, doch die Reinheit der Verwirklichungen derjenigen, die über diese Tattvas meditieren, wird von ihrer Qualifikation abhängen. Gemäß der Ansicht von Srila Rupa und Sanatan sind alle Lilas, die sich in Boma Gokula auf Erden manifestieren, in ihrer reiner Form ohne eine Tönung Mayas, auch in Gokula gegenwärtig. Daher ist auch Parakya Bhav in der einen oder anderen Art gewiss in Gokula in unbegreiflich reinster Form vorzufinden. Alle Manifestationen, die Yoga Maya hervorbringt, sind tadellos unbefleckt. Paradara, Parakya Bhav, die Schöpfung Yoga Mayas, etabliert sich auf der reinen absoluten Wahrheit. Jiva Goswami hat bewiesen, dass es keine Unterschiede zwischen den Lilas von Goloka und Gokula gibt. Deshalb muss anerkannt werden, dass alle göttlichen Spiele ihren Ursprung in Gokula haben. Jemand, der die Hand eines jungfräulichen Mädchens im Einklang mit der heiligen Ritualen einer Heiratszeremonie annimmt, wird ein Ehemann Pati genannt. Und jemand, der von Leidenschaft überwältigt, die konventionellen Moralvorstellungen überschreitet, um die Frau eines anderen zu gewinnen, wird ein Geliebter genannt. In Goloka, der ewigen spirituellen Welt, existieren die religiösen Verpflichtungen, die einen innerhalb der ehelichen Regulation binden, nicht. Der Ehestand mit den vorher beschriebenen Eigenschaften existiert dort nicht. In diesem Zusammenhang sind die Gopis, die Krishnas eigene Energie sind, nicht mit jemand anderem verheiratet. Also sind sie auch nicht Paradara, die Frauen anderer Ehemänner. Zudem ist es nicht möglich, dass Parakya und Svakya Bhav voneinander getrennt werden. In den manifestierten Spielen innerhalb der illusorischen Erdenreiches existieren zwar die Maßregelungen des Ehestandes,
Doch Krishna befindet sich jenseits des Einflussbereiches weltlicher Moral. Parakya-Rasa ist die wahre Essenz aller Rasas. Seine Existenz in Goloka zu negieren, würde dieses Reich kleiner machen. Es ist unmöglich, dass das größte Entzücken im Rasa im höchsten Reich Goloka abwesend wäre. Sri Krishna, der Urgrund aller Avatars, kostet diesen Rasa auf die eine Weise in Goloka und auf die andere Weise in Gokula. Und obwohl es aus materieller Sicht betrachtet eine Überschreitung von Dharma zu sein scheint, existiert diese Wahrheit nichtsdestotrotz in Goloka. Atmaramyo pi Ari Ramat. Krishna erlebt romantische göttliche Spiele, obwohl er Atmaram, der ewiglich in sich selbst ruhend ist. Srimad Bhagavatam 10.29.42. Sri Krishna, er, dessen Wünschen alle immer in Erfüllung gehen, bewahrt in seinem Herzen Hava, Bhava und andere Anubhavas, verschiedene transzendentale Ekstasen, die aus seinen romantischen Vergnügungen erwachen. Srimad Bhagavatam 10.33.25. So wie ein unschuldiges Kind mit seinem Spiegelbild spielt, ohne sich dabei etwas zu denken, genießt auf die gleiche Weise Rama Ramana, derjenige, der die Glücksgöttin verzaubert, Bhagavan Sri Krishna mit den schönen Mädchen von Vraj. Srimad Bhagavatam 10.33.16. Aus diesen Aussagen der Shastra wird verständlich, dass es Sri Krishnas innewohnende Natur ist, in sich selbst zufrieden zu sein. Sri Krishna manifestiert seine eigene Shakti als Lakshmi auf jenen spirituellen Planeten, die von Aishwarya beherrscht sind, und genießt mit ihr in Swakya Bhav. Dort, wo die Gefühle von Swakya überwiegen, geht der Rasa nur bis zur Ebene von Dasya. Doch in Goloka manifestiert Krishna Billionen von Gopis und im Vergessen jeglicher Gefühle von Swakya erfreut er sich ständig mit ihnen. In der Konzeption von Swakya, wo es keine Hindernisse in der Begegnung gibt, ist das Vergnügen des Rasa nicht so außergewöhnlich. Aus diesem Grund erfahren sich die Gopis, denen ein natürliches Gefühl von Paroda innewohnt, ewiglich als die Ehefrauen anderer Männer. Krishna, der ihre Stimmung erwidert, nimmt intrinsisch die Identität ihres Geliebten an und erlebt mit Hilfe seiner vertrauten Begleiterin, der Flöte, die seine Priyasakhi ist, Rasalila und andere göttliche Spiele. Das ewig vollkommene Goloka, das frei von Illusionen ist, bietet dafür den Rasa Pit, das Reich der Fülle göttlichen Entzückens. Somit findet der Fluss von Rasa in der Konzeption der romantischen, versteckten Liebe, Parakya, seinen Höhepunkt und seine Perfektion. Selbst Vatsalya Ras kann nicht in Vaikuntha gefunden werden, denn dort herrscht Aishwarya. In Goloka jedoch, welches die überfließende Quelle der ultimativen Süße ist, existiert nichts anderes außerhalb von ursprünglichem Verständnis von Rasa. Dort sind Nanda und Yashoda zwar ewig präsent, doch es gibt keine Geburt. Im Fehlen eines Geburtserlebnisses kann Elternschaft, das Gefühl, die Eltern Gottes zu sein, nicht wirklich existieren. Nanda und Yashoda haben einfach immer die Stimmung, das Abhiman, das Gefühl, Eltern zu sein. Dies begründet sich im Vers Jayati Jana Nivaso, Devaki Janma Vada. Dieses Abhiman, Selbstwahrnehmung, existiert ewig, um den vollkommenen Rasa zu nähren.
Ähnlich sind auch im Sringaras die Paroda und Upapati, Bhavs, einfach ewige Selbstwahrnehmungen und es gibt nicht den Fehler, dass die Prinzipien des Shastras hier übergangen würden. Wenn die ewig transzendentale Realität von Goloka sich in Prakat Gokula manifestiert, erscheinen beide dieser Konzeptionen, Svakya und Parakya, auf sichtbare Weise innerhalb der weltlichen Wahrnehmung. Das ist der einzige Unterschied zwischen ihnen. In Vatsalya-Ras wird die Stimmung von Nanda und Yashoda, Eltern zu sein, offensichtlich durch die Tatsache einer Geburt oder anderer Lilas. Im Sringar-Ras nimmt die Vorstellung der Mädchen von Vraj als verheiratete Frauen eine deutlich wahrnehmbare Gestalt in der Form ihrer Hochzeiten mit Abhimanyu, Govardhan, Mala und anderen an. In Wahrheit haben die Gopis keine von Krishna getrennten existierten Ehemänner, weder in Gokula noch in Goloka. Aus diesem Grund verkündet die Shastra: Die Vraj-Devis waren niemals mit ihren Ehemännern verheiratet. Unser Rasa-Tattva Acharya, Srila Rupa Goswami, der Meister aller Wahrheiten über Rasa, hat geschrieben: Im Ujjvala-Rasa, dem Wohlgeschmack der romantischen Liebe, gibt es zwei Arten von Naikas, Geliebten, Pati und Upapati. Srila Jiva Goswami hat in seinem Kommentar über diesen Vers Folgendes geschrieben: Der Nayaka der jungen Frauen von Twarakpuri nennt sich Pati, ein verheirateter Mann. Und in Vraj ist Nayaka Krishna, der Upapati, der Vraj Vanitas, der jungen Gopis von Vrindavan. Dieser Auszug zeigt, dass Srila Jiva Goswami Krishna als Pati von Vaikuntha und Dwaraka darstellt und als den ewigen Upapati von Goloka Gokula. Im Herrn von Goloka Gokula sind die Eigenschaften eines Geliebten im vollsten Ausmaß entfaltet. Daher existieren in Goloka sowohl Svakya als auch Parakya Rasa. Ihre Unterschiedlichkeit und gleichzeitige Einheit bleiben der materiellen Intelligenz unbegreiflich. Achintya bet abet. Es kann gesagt werden, dass es keinen Unterschied zwischen ihnen gibt. Und zugleich besteht ein Unterschied. Warum? Die Essenz von Parakya ist Svakya Nivritti oder verliebtes Vergnügen außerhalb der Billigung und Zustimmung einer Ehe. Und die Essenz von Svakya ist Parakya Nivritti, die Zurückhaltung von nicht erlaubten Liebesverbindungen. Krishna hat keine verbotenen Verbindungen mit den Gopis, denn sie sind seine eigene Swarup Shakti, seine persönlichen Energien. Somit sind Parakya und Svakya ein Rasa und sie bestehen ewiglich aus zwei Varianten. Und obwohl die Form des Rasa in Gokula dieselbe ist, betrachten weltliche Betrachter sie als etwas anderes. Die genussreichste und herrlichste Form des Bhagavat Rasa, welche durch vier Ingredienzien transzendentaler Vielfalt gekostet wird, Vibhav, Anubhav, Sattvika und Vyabhachari, ist in Goloka und Vaikuntha ewig präsent. Unter der Anleitung Yoga Mayas manifestiert sich genau dieser Rasa von Goloka in der Form des Vraj Rasa zum Nutzen der Devotis inmitten der materiellen Welt. Man sollte wissen, dass alle Rasas, wie wir sie in diesem Gokula sehen, ganz gewiss auch in Goloka in ihrem strahlenden, reinen Zustand zu finden sind. Das ist der Grund,
warum die wunderbare Vielfalt von Nagara und Nagari, Sri Krishna und den Gopis, die Mannigfaltigkeit von Rasa in ihnen, die gesamte Umgebung und dem, was Gokula ausmacht, nämlich das Land Vraj, die Flüsse Yamuna, Manasiganga, der Berg Giriraj, die Wohnorte Yavata, Nandagaon etc., die Tore, die Kunjas, die Kühe und so weiter, alle in der gleichen Gestalt auch in Goloka existieren. Auf dem Pfad der reinen Bhakti, Bhakti Mark, ist es entscheidend, allen Themenbereichen aufzugeben, die durch ihr Annehmen letztlich zu einer unpersönlichen Nirvishesha-Konzeption führen würden. Reiner Parakiras, so wie er im Goloka-Lila beschrieben wird und völlig frei von jeglicher weltlicher Vorstellung ist, wird sehr selten erreicht. Raganuga-Devotis sollten dieses Konzept annehmen und Sadhana praktizieren. Indem sie dies tun, werden sie diese höchst glücksverheißende, fundamentale Wahrheit auf der Stufe ihrer Vollkommenheit erreichen. Wenn Personen groben weltlichen Intellekts sich um Parakya-Bhakti bemühen, führt dies im Allgemeinen zu einer unmoralischen Handlung innerhalb der materiellen Atmosphäre. Unser Meister spiritueller Wahrheiten, Tattva Acharya Srila Jiva Goswami, zog dies in Betracht und präsentierte seine Gedankenfolge mit größter Bedachtsamkeit. Der Geist des reinen Vaishnavatums ist es, die Essenz seiner Aussagen anzunehmen. Es wäre eine Beleidigung, den Acharya zu missachten, indem man versuchte, eine andere Theorie aufzustellen. Dritter Anhang. Ein Auszug von Acharya Kesari Sri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami, His Life and His Teachings, Part 5. Rati in der Form von Stai Bhav ist die Grundlage von Rasa. Rasa erscheint aus der Verbindung seiner vier grundlegenden Zutaten, nämlich Vibhav, Anubhav, Sattvika und Vyabhichari. Vibhav besteht aus zwei Arten, Alambana und Udipana. Alambana wird ebenso zweigeteilt in Ashraya und Vishaya. Paramartika Rasa ist Krishna das einzige Vishaya. Im Paramartika Rasa ist Krishna das einzige Vishaya, das Zielobjekt von Rasa. Und der Verehrende ist das Ashraya, das Behältnis von Rasa. Die Qualitäten des verehrenswürdigen Gegenstandes, der Liebe und Dingen in Beziehung zu ihm werden Udipana genannt. Tanzen, Singen, Gähnen, Schluckauf und so weiter sind Ausdrucksformen der Bhav im Herzen und werden daher Anubhavs genannt. Die körperlichen Transformationen wie erstarrt werden, schwitzen und das Haare zu Berge stehen heißen Sattvika Bhavs, weil sie sich aus Sattva heraus manifestieren. Es gibt 33 Arten von Vyabhichari Bhavs. Vi heißt Intensivierung, Abhi heißt zu, Chari heißt gehend. Es gibt zwei Arten von Rasa, nämlich Mukhya, Primärer, und Gauna, Sekundärer. Die fünf Mukhya-Rasas sind Shanta, passive Bewunderung, Dasya, Diensthaltung, Sakya, Freundschaft, Vatsalya, Elternschaft und Madhurya, romantische Gottesliebe. Die sieben Gauna-Rasas sind Hasya, Humor, Adbhuta, Erstaunen, Raudra, Zorn, Vira, Heldentum, Karuna, Mitgefühl,
Bhayanaka, Entsetzen, und Vaibhatsya, Abscheu. Srila Rupa Goswami hat eine erstaunliche und umfassende Definition von Bhakti gegeben. Abhilasita Shunyam Jnana Karmadi Anamritam Ane Kolyena Krishna Anushilanam Bhaktir Uttam. Sri Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. Uttama Bhakti, reines hingebungsvolles Dienen, ist die Ausführung aller Handlungen, um einzig und alleine Sri Krishna zu erfreuen. Mit anderen Worten, es ist das ununterbrochene Freifließen wie Honig aus einem Honigglas von dienender Hingabe zu Sri Krishna, das durch alle Bemühungen des Körpers, des Bewusstseins und der Sprache ausgedrückt wird. Es führt zur Darbringung verschiedener Stimmungen von spirituellen Gefühlen, Bhavs, die weder durch Jnana, der Absicht von Unannehmlichkeit befreit zu werden, noch durch Karma, der Motivation, etwas für sich selber zu erhalten, gefärbt sind, da einzig der Wunsch, Sri Krishna zu erfreuen, in einem wirkt. Dies nennt man Uttama Bhakti. Durch das Praktizieren von Sadhana in der oben erwähnten Art und Weise von Bhakti wird Rati erwachen. Wenn sich Rati mehr intensiviert, wird sie Prema genannt. Und so wie diese Prema immer mehr heranreift, wird sie alsdann Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhava und Mahabhava genannt. Krishna Rati existiert ebenfalls in fünf Formen, die von fünf Arten von Devotis ausgehen: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya und Madhurya Rati. Unter diesen ist Madhurya Rati die beste. Krishna Prema besteht auch aus zwei Arten: Aishwarya, Mishrita und Kevala oder Shuddha Prema.